zu Schotter leben wir mit der Natur. Gemeng Schotter ist ein gering Gemeng mit vielen Büscher, Wiesen, Felder, Bachen, Bungarten, Hecken, Biotopen und Naturreservaten. Gemeng ist Member vom Klimabündnis. Mit seinen 225 Hektar Büsch aus dem Gemengebüsch von Schotter wird natürlich viele Funktionen zu erfüllen. Wohnqualität, wie Lebensqualität und dann natürlich auch Holzproduktion. Und das ist wichtig für Quellenschutz und das ist wichtig als Lebensraum für Tiere. Dabei sind wir dabei, den Busch im Moment natürlich zu verjüngen. Dabei gehen dann alle Bäume da gehen und das reicht, weil Juncker sich installiert. Das entspricht ungefähr einem Abschlag von 900 Meter Kub, die wir hier haben. Und dafür wird das meiste Teil lokal genutzt. Und zwar als Holzhackschnitzel für Entheizung an der Campus an der Delt, respektiv als Kauerten, die dann in die Leute ausgeliefert gehen. Das entspricht alles an allem, entspricht das einem Wert von 200.000 Liter Masut, die 900 Meter Kub, die hier hergehen. Und da legt die Gemeinde dann auch einen ganz wichtigen Beitrag zur CO2-Reduktion. Wichtig ist auch noch vielleicht zu sagen, dass wir kontrolliert gehen an einer nachhaltigen Wirtschaft von den Labeln FSC und PFC. Der Busch bietet den Tieren und Pflanzen einen angepassten Lebensraum. Es kann in einem Busch flott spazieren gehen oder joggen. Spezialplätze für zu grillen sind aménagiert. Schlammwiss liegt an einem europäischen Vogelschutzgebiet und ist von immens hoher Bedeutung für Zugvögel, die hier am Schilfgebiet auf ihrem Weg an die Wander respektive Sommergebiete rasten und ihre Reserven abfüllen können. Die schönen Büsche, Wiesen, Bergen, Dellach und Naturschutzzonen sind ein wesentlicher Bestandteil von der Lebensqualität an der Gemeinschaft. An uns Aufgabe ist es, die Patrimoine zu schützen und zu erhalten, für dass die zukünftigen Generationen wie wir auch können davon profitieren. Gemeng Schotter legt Wert darauf, dass an den Wohngebieten und auf den öffentlichen Plätzen Natur präsent bleibt. Ja, auch hier im Süden an der Delt hat die Gemeinde probiert, so energieeffizient wie möglich zu bauen. Wir hützen mit einem Holzhackschnitzelanlage, lüften mit einer natürlichen Belüftung und haben noch eine Solaranlage um der von 30 Kilowatt Peak. Und wir haben noch hier flott ein Tableau installiert an der Antrieb von der Sportzahl, mit dem wir den Schülern, die um Sittheise können weisen, was die Anlage auch da produziert, also hier auch sensibilisieren, spüren, mit den Ressourcen umzugehen. Als Sportchef bin ich natürlich froh, dass wir hier die neue Sportzahl abgerichtet haben, die für ein Jahr angeweiht ging. Und wir haben auch dann hier, für Energie zu spüren, haben wir recycliert Wasser für uns Toiletten zu spülen. Am Hund Bewegungsmelder, das heißt, dass wir auch, wenn keiner dagegen das die Leute nicht brauchen zu brennen und dort auch Energiewerte spüren. Zu Schotter leben wir auch von der Natur. Bauernbetriebe produzieren zum Beispiel Milch und Fleisch. Bienenzüchter machen Honig. Ein Betrieb produziert Gemüse. Verschiedene schaffen nur die Kriterien von der biologischen Landwirtschaft. Am Gewerbegebiet Siedal und auf vielen Dächern an der Gemeinde wird mit Solarzellen Strom produziert. Dachflächen am Gewerbegebiet sind begrenzt. Seit mehr als 20 Jahren engagiert sich die Gemeinde Schotter am praktischen Naturschutz. An Zusammenarbeit mit ihren Nachbargemeinden und mit der Unterstützung vom Umweltministerium. Am Kader von der biologischen Station an dem Naturcenter Sias gibt es verschiedene Biotope in der Halle wie Bongerten, Weiren, Hecken und so weiter. Und es gibt auch noch bedrohten Tieren und Pflanzenarten geguckt. An Zusammenarbeit mit den Bauern, mit den Feestern, mit den Gemengen Zerwisser und mit den Birger suchen wir so für die Halle von der Biodiversität am Siedal. Gemeng Schotter dreht zum Erhalten von vielen Tieren und Pflanzenarten bei. Sie lässt Beempflanzen, schafft Biotopen oder Schutzräume für verschiedene Arten. Für die Fledermäuse gibt am Dach von der Kirche einen speziellen Zugang angebaut. Die Sensibilisierung von den jungen Leuten
trägt dazu bei, Zukunft am besten zu meistern. Dafür legt die Gemeinde Schütter viel Wert auf pädagogische Aktionen im Bereich vom Naturschutz. Zu Schütter leben wir mit der Natur.